gebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Wenn der heilige Padre Pio gesagt hat, gäbe es an einem einzigen Tag auf der ganzen Welt keine Abtreibung, dann wäre mit einem Schlag Friede. Das können wir uns so vorstellen, wie lange es keinen Frieden gibt. Und deshalb wollen wir heute um den Frieden bitten. Heute am 27. Oktober, wo Papst Franziskus uns aufgerufen hat und auch der Patriarch von Jerusalem, nochmals einen Tag des Gebetes, des Fastens und des Opfers. Und so wollen wir wirklich uns so heute mit der ganzen Kirche, mit allen Menschen guten Willens, die den Frieden wirklich auch so herbeisehnen wollen, wollen wir uns heute so einsetzen, um den Frieden, für den Frieden. Und wir haben es auch so gebetet, vorher einfach, das war das erste, zweite Gesetzchen, wir wollen beten für alle, die jetzt so in den Urlaub gefahren sind. Ja, das ist sozusagen dieser große Spagat, den die Welt zurzeit macht, dass jetzt ist dies das dran, gell, dass wir uns gar nicht bewusst sind, in welcher Situation wir in der Welt eigentlich leben, wie es eigentlich zugeht, wie wir das so wie ausblenden können. Sicherlich auch irgendwie so, wenn man Gott nicht kennt, dann muss ich es ausblenden, weil sonst halte ich das Leben überhaupt nicht mehr aus. Und das ist eine riesengroße Spannung, auch eine riesengroße Not, in der so ganz viele Menschen dann leben, die müssen weg, weil sonst halten sie es nicht aus, sonst knallt es da auch noch sozusagen. Liebe Freunde, lasst uns heute wirklich so beten um den Frieden. Lasst uns so ein kleines Opfer bringen, ein kleines Öpferlein bringen, aus Liebe zu Gott. Bitten wir den Herrn dazu jetzt um seinen Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.